Oh. Kennst du das, wenn es dir sauer aufstößt, dir der Speisebrei nach oben drückt, du hast schon richtige Halsschmerzen, ständig hier so ein flammendes Gefühl im Hals. Gerade nachts läuft es dir gefühlt wirklich den Hals bis in den Mund hoch und du hast sogar Übelkeit. Lass uns doch mal heute über Sodbrennen sprechen, eine Volkskrankheit. Jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal Sodbrennen, aber die Schwangeren haben es besonders häufig. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, das klären wir in diesem Video. Sodbrennen wird im Schlau auch die gastroösophagale Refluxkrankheit genannt. Im Englischen klingt das ganz nett, denn es wird einfach als GERD abgezeichnet. Gastroesophageal Reflux Disease. Könnt ihr euch vielleicht besser merken als den deutschen Namen. Wie kommt es jetzt eigentlich zu diesem komischen Gefühl im Hals? Da muss man sich einfach anatomisch mal vorstellen, wie Speiseröhre und Magen ineinander münden. Die Speiseröhre ist nicht einfach nur ein starres Rohr, sondern hat natürlich eine starke Muskulatur. Und gerade beim Übergang von der Speiseröhre in den Magen ist auch eine Muskulatur an dem Verschluss der Speiseröhre beteiligt. Denn wir Menschen sind ja nicht nur in der Vertikalen unterwegs, sondern liegen ja auch mal. Da möchte man natürlich nicht, dass die ganze Magensäure und der ganze Speisebrei direkt wieder hochläuft. Das funktioniert in den meisten Fällen auch recht gut. Gerade bei Schwangeren funktioniert es aber nicht mehr so gut mit dem Verschließen. Und das liegt daran, dass man als Schwangere natürlich sehr andere Hormonwerte hat als sonst. Und vor allem das Schwangerschaftshormon Progesteron, das Gelbkörperhormon, das lässt leider viele Gewebe weicher werden. Nicht nur Muskulatur, Sehnen, Bänder, sondern eben auch die Muskulatur der Speiseröhre. Der Verschluss funktioniert also nicht mehr so richtig bei den Schwangeren. Hinzu kommt, dass natürlich mit Einsetzen einer Schwangerschaft eine Gebärmutter wahnsinnig an Größe gewinnt. Das wird von so groß auf Basketball groß und das innerhalb von 9 Monaten. Und wenn man sich jetzt wieder anatomisch überlegt, wo die Gebärmutter liegt und wo sie hinwandert, wenn sie größer wird, drückt sie natürlich das komplette Zwerchfell nach oben und drückt auch den Magen nach oben. Das heißt, der Magen wird also ein Stück weit auch nach oben gequetscht, was natürlich den Druck auf diesen Schließmuskel noch weiter erhöhen kann. Jetzt habt ihr in der Gebärmutter auch noch ein Kind, was mit zunehmendem Alter auch noch sehr agil werden wird im Bauch. Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon mal gemerkt haben, wenn ihr schon mal schwanger wart. Oder ihr seid noch in dem Genuss, das zu merken. Denn Kinder bewegen sich ab einer gewissen Woche sehr, sehr viel und sehr intensiv. Und wenn da mal so ein Fuß reintritt oder ein Kopf vorbeirutscht am oberen Teil der Gebärmutter, dann kann es natürlich auch den Magen ganz plötzlich nach oben zusammenquetschen. Und das kann dazu führen, dass Frauen auch plötzlich eine unglaubliche Übelkeit verspüren oder auch das Sodbrennen ganz intensiv wahrgenommen wird. Der Klassiker ist aber tatsächlich abends im Bett, man liegt schön oder auf der Couch, man liegt schön in der Horizontalen und auf einmal fängt das Sodbrennen an. Das liegt daran, dass natürlich jetzt alle genannten Punkte aufeinander kommen. Wir sind jetzt also in der Horizontalen, von der Schwerkraft drückt der Speisebrei jetzt eh schon gegen den Schließmuskel, der aber nicht mehr so gut funktionieren kann, weil schwanger. Und weil schwanger ist das Baby natürlich auch relativ aktiv, kann sich dagegen drücken und die Gebärmutter rutscht der Schwerkraft entgegen natürlich auch ein Stück weit nach oben. Also haben wir hier viele Punkte, die dazu führen können, dass du vor allen Dingen abends im Liegen Sodbrennen hast. Wie häufig kommt es in der Schwangerschaft eigentlich vor? In der Statistik liest man 40-85%. Das ist viel. Alle Schwangeren haben Sodbrennen. Vor allen Dingen ist das viel, viel mehr als im Grundzustand, also nicht schwanger. Es betrifft also den Großteil der Frauen. Und jetzt ist auch noch abhängig davon, in welchem Trimester du dich befindest. Im ersten Trimester, sagt die Statistik, roundabout 26% haben Sodbrennen. Im zweiten Trimester sind es bereits 36%. Und im dritten Trimester sind es 51%. Also statistisch, jede zweite hat im dritten Trimester mit Sodbrennen zu tun. Und diese Erkrankung kann eigentlich in der gesamten Schwangerschaft auftreten. Vielleicht hast du es schon ab Woche 1, das gibt es tatsächlich. Vielleicht hast du es aber auch erst eine Woche vor dem ET bemerkt. Und dann gibt es auch noch Unterschiede im Schweregrad. Manche Frau merkt es 1-2 Mal am Tag, stört ein bisschen, aber nicht weiter schlimm. Andere haben das so intensiv und so drastisch, dass sogar wirklich Verätzungen der Speiseröhre und auch Läsionen der Speiseröhre die Folge sind.
Und solche Läsionen können sich natürlich auch entzünden. Die Speiseröhre kann sich also entzünden, was man dann auch als Refluxösophagitis bezeichnet. Reflux, haben wir jetzt gelernt, Ösophagus ist die Speiseröhre und Itis ist immer irgendwas mit Entzündung. Und das trifft 1-2% aller Schwangeren mit Sodbrennen. Also vielleicht auch gar nicht so wenig, dass da eine richtige Entzündung der Speiseröhre die Konsequenz ist. Du wirst dich schon fragen, okay, was kann ich jetzt denn dagegen tun? Und hier kommen die Antworten. Es beginnt, wie so oft, erstmal mit so einem Step-Up-Management, also Stufe für Stufe. Wir eskalieren, wenn es eben nicht hilft, weiter und weiter, bis man irgendwann bei den Medikamenten landet. Aber alles beginnt erstmal im Alltag. Und hier kann man wirklich, wirklich schon viel richtig machen, indem man zum Beispiel 4-5 kleinere Mahlzeiten zu sich nimmt, anstatt 2-3 große Mahlzeiten. Außerdem solltest du darauf achten, dass du deine allerletzte Mahlzeit des Tages nicht zu nah an die Schlafenszeit legst. Denn je mehr Zeit vergangen ist bis zur horizontalen, desto wahrscheinlicher ist der Speisebrei schon in deinem Dünndarm gelandet. Wichtig weiterhin, sollten wir alle tun, vergessen wir manchmal, nicht schlingen, sondern genussvoll essen. Das heißt auch ein bisschen öfter kauen, denn je kleiner der Speisebrei geworden ist in deinem Mund, desto weniger muss der Magen arbeiten und desto schneller ist die Passage vom Magen in den Dünndarm. Hier sind es wirklich kleinste Millimeterstückchen, wo der Magen dann irgendwann sagt, so, das darf jetzt in den Dünndarm. Und wenn du natürlich so einen riesen Batzen von 3 cm runterschluckst, braucht der Magen entsprechend länger. Mehr Magensäure ist nötig, also du wirst es dir schon zusammenzählen können. Die Wahrscheinlichkeit für Sodbrennen ist höher. Es gibt Lebensmittel, die die Magensäure weiter triggern. Es gibt ein paar Klassiker, zum Beispiel die Kohlensäure, aber auch Koffein, sehr stark gewürzte oder sehr fettige Speisen oder auch sehr süße Speisen. Ich weiß, alles das, was schön ist und Spaß macht und gut schmeckt, das ist tatsächlich etwas, was sehr viel Magensäure produzieren lässt. Jetzt gibt es aber auch individuelle Lebensmittel, die Sodbrennen verursachen. Bei dir, bei mir sind es zum Beispiel die Zwiebeln. Also weiß ich darf abends so spät nicht mehr Zwiebeln essen. Nun werde ich aber auch nicht schwanger. Du solltest dir also auch gut aufschreiben, wenn du am Vorabend was gegessen hast, du dann intensiv Sodbrennen hast, dir aufzuschreiben, was drin war, damit du vielleicht so ein kleines System erkennst und diese Lebensmittel eben entsprechend vermeidest, vor allen Dingen abends. Und dann gibt es Lebensmittel, die du ein bisschen häufiger auf deinem Teller finden solltest, weil sie die Magensäure hemmen bzw. neutralisieren. Sie sind also basischer. Dazu zählen Mandeln, Haferflocken, aber auch Bananen, Zwieback oder gekochte Kartoffeln, nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Dann, was du noch im Alltag tun kannst, und diesen Tipp gebe ich auch immer in der Praxis, aber ich sage auch immer dazu, so richtig realitätsnah ist das nicht. Natürlich denkt man sich, wenn man so flach liegt, läuft alles hoch. Also wäre die Devise rein anatomisch, mit dem Oberkörper ein bisschen hoch zu liegen beim Schlafen und am besten noch so ein bisschen auf der linken Seite. Das mögen viele nicht beim Schlafen, beziehungsweise so kann man überhaupt nicht schlafen. Aber vielleicht gehörst du zu den Menschen, die in jeder Position schlafen können, dann solltest du das auf jeden Fall probieren. Hier kann man zum Beispiel einen Aktenordner leeren, einfach unter die Matratze schieben oder auch ein Kissen, damit man einfach ein bisschen erhöht liegt. Und wenn du jetzt denkst, Moment mal, auf der linken Seite schlafen als Schwangere, das darf ich doch gar nicht, auf dem Rücken schlafen darf ich doch sowieso nicht, dann würde ich dir dieses Video hier empfehlen, da habe ich schon ausführlich drüber gesprochen, warum man eben doch links schlafen darf und auf dem Rücken schlafen darf. Und ein kleiner Geheimtipp, was aber auch nachweislich in Studien belegt helfen kann, ist Kaugummi kauen. Tatsächlich, denn durch das Kaugummi kauen wird erstmal sehr viel Speichel produziert und Speichel neutralisiert Magensäure. Schon mal super gut. Weiterhin werden da Hormone freigesetzt durch den Kauakt, die die Magenpassage beschleunigen. Deswegen kriegen wir auch alle oft Hunger, wenn wir ein Kaugummi auf leeren Magen essen. Dann knurrt immer der Magen, weil der aktiviert wird, rein hormonell. Hier kannst du also die Magenpassage auch noch beschleunigen. Also Kaugummi kauen, gar nicht so schlecht in der Schwangerschaft. Dann kommen wir langsam aber sicher zu den Medikamenten. Ich mache deswegen so, weil eigentlich nur die letzte Stufe und die davor vielleicht ein bisschen so ein richtiges Medikament ist. Die anderen sind eher so Antazida und das ist die erste Stufe. Antazida, wie der Name schon sagt, hemmen irgendwie die Säure, vor allem binden sie die Säure. Und das machen sie durch eine ganz einfache chemische Reaktion. Und hier, ich darf ja keine Marken nennen, aber Wirkstoffe darf ich nennen, gibt es 2 klassische Wirkstoffe, die ihr in diesen Produkten findet. Und das sind Sucralfat und Magaltrat. Wenn ihr die auf eurem Packung aus der Apotheke zu Hause findet, dann sind das sogenannte Antazida. Dann gibt es noch sogenannte H2-Rezeptor-Antagonisten. Ja, das klingt ganz kompliziert, machen aber nichts anderes, als dass sie einen Rezeptor blockieren.
und dadurch die histaminstimulierte Magensäureproduktion herunterfahren. Hier gibt es auch diverse Marken und Markennamen und Präparate. Der Wirkstoff, der darin ist, ist Famotidin. Findest du vielleicht auch zu Hause auf der Packung. Und dann kommt ein Klassiker, der in allen Kliniken hoch und runter verabreicht wird. Das sind die Protonenpumpen-Inhibitoren, die Protonenpumpen-Hämmer. Es gibt also wirklich kleine Pumpen, die daran beteiligt sind, die Magensäure in den Magen, in das Magenlumen zu befördern. Und wenn man diese kleinen Pumpen eben hemmt, kommt die Magensäure nicht in den Magen. Glaube ich logisch. Und hier gibt es zwei klassische Wirkstoffe, wo auch die Handelsnamen oftmals identisch sind. Omeprazol wird in der Schwangerschaft vermehrt und gehäuft angewendet. Oder auch das Pantoprazol wird euch vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen sein. Das ist also wirklich die Eskalationsstufe X, wo man sagt, so hier geht jetzt gar nichts mehr. Jetzt brauchen wir die Protonenpumpeninhibitoren. Und wie immer gilt, bevor ihr irgendwelche Medikamente, irgendwelche Wirkstoffe zu euch nehmt, sprecht es bitte mit eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen ab oder eurer Hebamme. Denn so einfach auf Verdacht etwas einnehmen ist nie eine gute Idee, gerade nicht in der Schwangerschaft. Jetzt geht dir vielleicht nicht aus dem Kopf, wie das mit dem auf dem Rücken liegen, auf der Seite liegen in der Schwangerschaft nochmal war. Kein Problem, kannst du dir dieses Video hier einmal im Nachgang anschauen. Da erkläre ich ganz genau, was man achten muss oder auf was man nicht achten sollte beim Schlafen in der Schwangerschaft. Oder vielleicht hat dich auch das Thema Übelkeit, Hyperemesis in der Schwangerschaft jetzt ein bisschen getriggert und du willst wissen, was gibt es denn da für Hausmittelchen, was kann ich denn da machen und wie kommt sowas überhaupt zustande? Dann würde ich dir dieses Video hier unten empfehlen, da spreche ich ganz ausführlich drüber. Und was du auf keinen Fall jetzt noch vergessen solltest, ist natürlich hier ein Abo dazulassen, denn nur so hilfst du mir, euch zu helfen. Denn dann wird dieses Video und folgende mehr ausgespielt und der Algorithmus checkt, das ist wichtig. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Abendessen, nicht zu spät und bis zum nächsten Mal.